Also mein ganz normaler Tag beginnt so, indem ich morgens um 5 oder 6 Uhr aufstehe. Das kommt darauf an, wann ich Unterricht habe. Mache mich dann fertig und dann ist eigentlich der Tag zu Hause schon vorbei. Denn dann startet mein normaler Alltag in der Schule. Also als ich angefangen habe, mein Referendariat, war ich doch relativ doll damit beschäftigt, jede Stunde zu perfektionieren. Also alles muss sitzen. Ich muss jede Schülerantwort parat haben und ich muss wissen, okay, was mache ich, wenn der Schüler das und das sagt und was mache ich, wenn die Schülerin das und das sagt. Aber jetzt nach einem halben Jahr Referendariat ist es schon so, dass ich mich mehr darauf einlasse und dass ich doch besser improvisieren kann. Und es gehört schon ein gewisses Improvisationstalent dazu, muss ich sagen, und auch ein gewisses Schauspieltalent. Denn die Kinder merken alles. Hat man einen schlechten Tag, ist man irgendwie schlecht aufgestanden, zu spät aufgestanden, sie merken es. Deswegen muss man das etwas in den Hintergrund rücken und vollkommen da sein. Es sind schon mehr als 40 Stunden, das auf jeden Fall. Und nicht nur gering, sondern viel mehr. Denn man ist eigentlich dauerhaft damit beschäftigt, seine Stunde zu planen und durchzugehen, was mache ich wann. Weil man muss auch einen Weitblick haben. Was passiert in der übernächsten Woche? Steht da schon die Klassenarbeit an? Was muss ich den Schülern bis dahin vermittelt haben? Und das ist natürlich eine Sache, die muss man immer im Hinterkopf behalten. Man will wirklich das Beste geben. Und die Belohnung dafür ist, wenn ein Schüler es verstanden hat und wenn der Aha-Moment kommt. Das ist wirklich ganz toll. Also das ist für mich wie, das geht runter wie Butter sozusagen. Ich bin schon sehr zufrieden mit dem Referendariat, so wie das gestaltet ist, was für Anforderungen da sind. Und sie sind auch machbar, wenn man gute Mentoren an seiner Seite hat, wenn man eine gute Schule hat und wenn man einfach viel Unterstützung bekommt. Aber die Unterstützung muss man sich sehr oft selber holen. Und was ich persönlich finde, man muss wirklich gut planen und organisieren können. Was mir im ersten Semester sehr schwer gefallen ist, ist die Elternarbeit. Denn hinter jedem Kind stecken Eltern, die auch gerne etwas sehen möchten, die Ergebnisse sehen möchten, aber die auch ihr Kind entwickelt sehen möchten. Man sagt ja immer, dass man in der Pause noch relativ viel Zeit hat, um was zu essen oder was zu trinken. Das ist meist nicht so. Meistens rutscht man dann von einem Klassenraum in den nächsten. Also man hat doch relativ viel Zeitdruck am Tag, sodass man sich vor dem Unterricht relativ gut für den ganzen Tag vorbereiten muss. Dann macht Jasper da hinten ein Standbild. Vom Hörensagen habe ich doch schon relativ hohe Chancen, direkt eine Planstelle zu bekommen. Dadurch, dass Mathe und Kunst ein sehr starkes Mangelfach ist. Ich komme doch schon relativ erschöpft nach Hause und würde am liebsten einfach auf der Couch sitzen. Und dann arbeite ich am Schreibtisch, mache meine Unterrichtsvorbereitung, erstelle Arbeitsblätter. Und dann, wenn ich der Meinung bin, ich kann nicht mehr, dann esse ich etwas oder setze mich dann tatsächlich kurz an den Fernseher oder an den PC und mache irgendwas anderes, stöber, surfe, wie auch immer. Man ist dazu geneigt, immer an Schule zu denken, immer an den Unterricht zu denken. Aber ich brauche meine Freunde, einfach Ablenkung, Sport, ganz wichtig, eine gute Ernährung. Was ich so faszinierend an diesem Job finde, ist, dass man eigentlich alles alleine gestalten kann. Diese Selbstständigkeit, diese Eigenverantwortung ausleben zu können, ist für mich eigentlich der Katalysator. Also total motivierend, auch wenn man dann die Ergebnisse sieht. Das ist natürlich auch immer noch der Number One Punkt für mich, dass ich sehe, dass die Kinder was gelernt haben, dass ich sehe, dass die Kinder Spaß dabei haben. Das gelingt mir nicht immer, besonders jetzt noch nicht, weil ich ja noch sehr viel ausprobiere. Aber das zu sehen und einen Einfluss zu haben, ist doch das, was mich begeistert an dem Lehrberuf.